Hallöchen zusammen und willkommen zurück zu Far Cry New Dawn. Ja, ich habe mich mal eben zum Anwesen von New Eden begeben, da wir ja dahin sollen und zum Glück ist Brush wieder da. Schauen wir uns das mal an, was von uns möchten. Hallo? Ein Ungläubiger ist ein Sünder! Ein Ungläubiger weiß nichts über unser Leben. Ein Ungläubiger hat unsere heilige Flamme wieder entzündet. Wir brauchen Joseph. Er befreit uns von der Sünde. Der Vater erteilt dem Sünder Absolution. Schickt den Sünder nach Norden. Familie von New Eden, ihr habt in eure Herzen geschaut und glaubt wirklich, dass dieser Sünder unseren Vater suchen soll? Ja. Ganz genau. Der Vater ist den Sündern gnädig. Schließlich sind wir alle seine Kinder. Bereitet das Sakrament vor. Ja, das Sakrament. Bringt das Sakrament. Gib ihm den Trank. Der Vater führt uns in diesem Moment. Er soll trinken. Bitte. Die Sünde wird gestattet, nach Norden zu pilgern. Er wird den Vater zurückbringen. Gelobt sei Joseph. Amen. 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 So kannst du die Grenze übertreten, ohne zu sterben. Bring mir einen Beweis für seinen Tod. Dann verstehen sie endlich, dass ich ihr Prophet bin. Und du bekommst deine Hilfe. Wir kriegen beide, was wir wollen. Ist klar, Ethan. Wir zeigen dir den Weg. Oh yeah, ich bin wieder auf Trip. Als hätte ich so Far Cry 5 nicht genug gehabt. Spaß. Oh ja, so schönes Bild. Ey, was war das für eine Party? Oh mein Gott, ich hab Kopfschmerzen. Komm, ich öffne nur Mensch, ja. Ja, ja, wir werden dir schon den Beweis bringen, dass Joseph noch lebt und nicht. Hör gut zu. Joseph hat ein Heiligtum hoch im Norden. Das Ritual verlangt, dass du auf dem Weg dorthin Signalfeuer entzündest. Ich bezweifle, dass der alte Mann noch lebt und sie sehen kann, aber wenn du die Feuer nicht entzündest, wird das dein sicherer Tod sein. Denn trotz des Sakraments kann der Norden dich immer noch töten. Dieses Boot und das Feuer können dich schnell und sicher dorthin bringen. Entferne dich nur von ihnen, wenn es unbedingt nötig ist. Benutze den Bogen und entzünde die Signalfeuer mit Brandpfeilen. Bring mir Beweise für den Tod meines Vaters. Und ich sorge dafür, dass du als Freund des Propheten in Erinnerung bleibst. Brandpfeile? Mit meinem Segen. An Pfeile? What? An Pfeile, davon hat niemand was gesagt. Ja, ich hab Brandpfeile. Auf geht's! Sayonara, ihr Loschen. Ach, wir sind hier am alten Anwesen, okay. Boah, ist das Boot langsam. Machen wir uns auch mal auf uns aufmerksam. Boah, warum ist das Boot so langsam? Okay, ich kann mich umgucken, aber keine 360 Grad Drehung. Muss ich hin? Links oder rechts? Links oder rechts? Bliss zum Morgengrauen. Oh ja, ich sehe schon. Geht's los. Ich höre irgendwelche Stimmen. Weiß aber nicht, wo die herkommen. Ach, von da hinten. Okay. Oh. Denn, Leute, hier oben treibt sich keiner rum. Wir fahren jetzt, glaube ich, bis hier hoch oder so.
Feuer schützt dich vor Bliss. Okay. Zünde das Signalfeuer. Guck mal, Bliss ist hier viel, viel krasser und gefährlicher als in 5, ne? 5 wurde gar nicht so krass dargestellt. Hallöchen, Timber. Nee, ich sollte nicht so weit ranfahren. Ah, doch, vielleicht doch näher. Fahr mal. Komm. Komm, fahr, Junge. Aber das ist alles nur Illusion hier. Ich glaube hier lang. Ja. Ich glaube, hier liegt irgendwo die Leiche auch von Bigfoot rum. Gott, ich habe noch 7 Brandpfeile. Das ist nicht nett. Ach cool, jetzt habe ich wieder 3 dazu bekommen. Hä? Fahr doch, Kollege. Fahr away. Wir fahren jetzt in das Königreich weit, weit weg. Oh, Entschuldigung. Ihr habt mich gerade verschluckt. Habt Kacke. Oh mein Gott, was ist hier los, Mensch? Überall nur bekloppte Sekten-Hibbys. Aber sieht schon cool aus, muss ich ehrlich sagen. Sieht voll cool aus. Hat so ein bisschen was Mystisches. Im Endeffekt ist das ja nichts anderes. Aber das werden wir alles noch erfahren. Mal sehen, was Joseph noch lebt. Und wenn ja, was dieser nette Mensch uns noch zu sagen hat. Ja, ich weiß. Ich fahre aber näher ran. Mein Aim ist heute very, very im Eimer. So, Freunde, komm. Halt. Go. Yes, baby. First try, sag ich nur. First try. Danke. Aber so diese Effekte hier. Yeah. Ich frag mich, wer die Fackeln aufgestellt hat. Weil ich habe ja was getrunken, das mich vor dem Blitz schützt. Aber im Endeffekt ist es ja das Feuer, was mich vor dem Blitz schützt. Und nicht... das Söff. Wenn wir doch mal ehrlich sind. Oder? Ach komm, wir haben noch genug Zeit. Wir schaffen das schon. Fahr erstmal da ran. Boot taumelt ja auch noch. Krass, das Boot bleibt sofort stehen. So hört man sich an, wenn man 20 Jahre nur mal Boro geraucht hat. Oder irgendeine andere Sorte. Das ist keine Werbung. Da bin ich. Ich komme jetzt öfters. Ich bin der Neue. Verdammt mich nochmal. Das Boot geht ruhig mal schneller fahren. Ich glaube, ein Tor kommt noch.
alles so düster, mysteriös. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Ich glaube, ich muss erstmal das Signalfeuer. Ich schon wieder ein Trip. Boah, das sah gerade aus wie ein... Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Drogenwölfe! Hallo? Haut ab! Da, hier liegt die Leiche von Bigfoot, das meinte ich. Hier liegt Bigfoot. Ach, stimmt ja. Warte mal, ich behalte das mal an, die Waffe. Hä? Wie komme ich denn hier hoch? Da muss ich halt durchs Bliss rennen, ist ja egal. Hallo! Ach, hier kommt durch, okay. Tschüssi. Ich habe jetzt nicht wieder den gleichen Spielfehler wie beim letzten Durchlauf. Okay, diesmal nicht. Bin ich ja hängen geblieben. Bin ich gar nicht durchgekommen mit dem Boot. Alter, sind überall Fackeln. Normalerweise nichts passieren. Aber also langsam geht aber gut sein. Naja, wir sind auch schon fast oben angekommen. Wir haben auch so ein paar Objekte eigentlich völlig falsch platziert wieder, ne? Müssen wir mal so recht überlegen. Langsam werden wir wahnsinnig. Wahnsinnig. Das Problem ist, es dauert noch, bis wir ein Feuer finden. Ich
Ach, jetzt sollte ich aber langsam echt doch mal anfangen. Aber das dauert ein bisschen. Bäm, Leute. Aber jetzt kann ich auf einmal wieder hier Vollgas geben. So. Joseph zu. Okay, also gut. Alter Mann, sag mir, was du zu sagen hast. Ich tat alles, worum ich gebeten wurde. Ich brachte Opfer. Mich selbst. Meine Familie. Ich führte uns in die neue Welt. Ich dachte, sie würde wunderbar sein. Ich lag falsch. Ich habe so lange gewartet, bis jemand kommt. Ich begann zu verzweifeln. Ich kenne dein Gesicht. Gott zeigt es mir in einem Traum. Ich wusste, du würdest kommen und alles richtigstellen. Damit alles genauso ist, wie es sein sollte. Ich wusste, du bringst die Erlösung. Du suchst Hilfe. Ich kann dir nicht helfen, das kann nur Gott. Aber er hat einen Plan für dich. Bitte. Josephs Geheimnis. Ja. Du kommst, um deinen Leuten zu helfen. Nach Gottes reinigendem Feuer erkannte ich den Weg, den er uns bereitet hatte. Und ich wusste, was zu tun sein würde. Aber, haha, Joseph, halt mal ran. So, Freunde, aber das war's erst. Das Ganze weitergeht. Das erfahren wir dann in der nächsten Folge, was der gebrochene alte Mann von uns möchte. Ich meine Herde und führte sie auf einen neuen Weg. Ablehnen, was mit der alten Welt zu tun hatte. Bis dahin wünsche ich euch einen angenehmen Tag, einen angenehmen Abend. Macht's gut, euer Muffi. Und tschüss.